Hallo, Augen und Braue. Das ist ein Produkt, was das Augen-Make-up vielleicht ein kleines bisschen revolutioniert. Jedenfalls kann man es für die Augenbrauen oder auch für das Augen-Make-up verwenden. Wir haben zwei unterschiedliche Nuancen, einmal zart und einmal kräftig. Auf dem Handrücken sieht das so aus, das wäre die kräftige Farbe, die eher ins Grau tendiert und die zarte Farbe eher so in den bräunlichen Bereich. Das heißt, Frauen, die zum Beispiel blond sind oder nur ein ganz zartes Augen-Make-up möchten, die sollten dann die Farbe zart nehmen. Alle anderen nehmen kräftig. Die Frauen, die sagen, oh, ich bin aber gewohnt, mein Smoky Eye, die können das gerne auch als Base benutzen, weil dann hält der Lidschatten, der drauf appliziert wird, der dunklere, eben noch ein Ticken länger und noch ein bisschen besser. Ebenso sind diese Stifte gedacht für Frauen, wo die Farbe des Lidschattens sehr, sehr schlecht am Augenlid haften bleibt. Das gibt es sehr selten, aber in meiner Praxis kommt das schon mal vor, dass man versucht, Lidschatten aufzutragen. Das ist so, als würde der nicht hängen bleiben wollen. Auch für diese Frauen sind diese Stifte ein absolutes Must-Have. Ich zeige euch die Handhabung. Das sind vorne so kleine Kartuschen. Fangen wir mit dem zarten Stift an. Ihr seht natürlich wieder der Name Make-up Coach und Augen und Braue zart. Die Farbe sitzt hier im Deckel und wird jeweils mit einer kleinen Drehung aus dem Deckel herausgenommen. Das heißt, wenn man es zuschraubt, dann geht dieser Schaumstoffapplikator ja an der Farbe entlang und hat für nächstes Mal dann schon Farbe drauf. Wenn man die jetzt aufgetragen hat und möchte mehr Farbe, dann bitte nicht nur hier so reindrücken, sondern auch noch mal so ganz zart hin und her drehen. Ich fange am unteren Wimpernrand an. Ich habe mein Auge jetzt noch nicht abgepudert und mache das dann ganz zart im Anschluss. Ihr könnt sehen, das sieht komplett anders aus als bei einem Kajal. Das ist direkt viel, viel weicher. Dann dasselbe, einfach so über den oberen Wimpernrand so ein kleines bisschen in die Lidfalte hinein schattieren. Mit dem Finger verwischen, bitte zügig arbeiten, weil danach ist das dann auch absolut wischfest. Also wenn ich hier drüber rubbel, passiert da nichts. Auch wieder ein Vorteil gegenüber Lidschatten, der sich dann schon mit der Zeit wegwischen lässt. Das wäre also die Variante zart. Auf der anderen Seite nehme ich dann kräftig. Wo steht's? Da dürfte es stehen, ne? Genau, Augen und Braue. Kräftig. So, auch wieder am unteren Wimpernrand entlang. Ich fange natürlich außen an, gehe in Richtung Mitte. So, die Farbe verteilt sich wunderbar gleichmäßig und auch oben am Wimpernrand. Auge ruhig schließen, so ungefähr bis zur Mitte in die Lidfalte hinein. Direkt mit dem Finger etwas verwischen und fertig. Wer, wie gesagt, das Augen-Make-up noch ein bisschen kräftiger haben möchte, der kann jetzt, so mache ich das bei mir, nochmal mit der Farbe Grau oder Schwarz, also Late oder Night oder mit einer Mischung aus beiden, dann noch so ein bisschen drüber tupfeln. Und das ist dann ähnlich wie eine Lidschatten-Base, da hält der Lidschatten dann bombastisch drauf. So, ganz zart antüpfeln und schon bleibt der Lidschatten an Ort und Stelle. Hier oben vielleicht auch nochmal ganz zart nachtupfen und fertig. Da in dieser Substanz, in diesem Lidschatten, ein ganz Minimü an Creme ist, damit das hier in der Kartusche auch bleibt, aber lange, lange nicht so viel wie beim Kajal, macht es Sinn, das so ganz zart drüber zu pudern. Jetzt nicht mit granatenmäßig neuem Puder, sondern einfach nur das, was auf der Puderquaste vom letzten Mal noch drauf ist. Wunderbar auch, wenn man schwimmen gehen möchte. Auch da bleibt das Augen-Make-up dann viel, viel länger erhalten, als wenn man das mit einem klassischen Lidschatten macht. Also ich finde, die klassische Lidschattenmethode, das Auftragen, ist nach wie vor
der beste Weg überhaupt. Aber ich versuche ja immer, diese kleinen Nischen zu füllen, diese kleinen Probleme, die dann trotzdem mal entstehen können. Wenn ich zum Beispiel schwimmen gehen möchte, dann ist das wasserabweisender als ein Lidschatten. Wenn der Lidschatten nicht gut haften bleibt, der wird auf jeden Fall haften. Wenn man sagt, ich möchte ein ganz kräftiges Augen-Make-up, aber bei mir ist das immer so schnell weg, dann wirkt das wie eine Lidschatten-Base. Das heißt, es hat ganz, ganz viele Vorteile. Und wofür der hauptsächlich gedacht war, war zum leichten Nachstricheln der Augenbrauen. Dafür ist das Produkt konzipiert worden. Und ich habe gesagt, darf man das am Auge benutzen? Selbstverständlich. Nachfragen ist da immer ganz, ganz wichtig, weil manche Sachen sind eben nicht austauschbar, weil sie vielleicht irgendwelche Inhaltsstoffe haben, die am Auge nicht so gut wären. Aber das sind alles sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe. Findet ihr natürlich auch unterm Produkt, was da drin ist. Und es ist in Deutschland produziert. Das ist also kein Importschrott, sondern höchste Qualität, zertifiziert und wunderbar haltbar am Auge. Das wäre das Produkt Augen und Braue. Und ihr könnt sehen, das ist ein ganz, ganz natürliches Ergebnis und besser als ein Augenbrauenstift, der das zu blockig macht, haltbarer als das mit einem Lidschatten nachzustricheln, was selbstverständlich auch geht. Und damit kann man dann auch im Sommer ins Wasser hüpfen. Bis bald. Tschüss.